Moin Freunde, was geht? Wir sind am Start mit einem neuen Video und zu meiner zweiten Review oder zu meiner nächsten Review besser gesagt von Vinland Saga. Episode 5 ist am Start. Ich habe Bock, unnormal. Ich denke, ich werde das jetzt Sonntag auf jeden Fall beibehalten erstmal. Vielleicht werde ich es so ähnlich machen wie bei Kimetsu no Yaiba. Nicht unbedingt jede Folge, aber auch diese Episode war wieder ziemlich nice. Und dazu möchte ich auch dementsprechend meine Review raushauen. Das war nämlich auf jeden Fall wieder sehr, sehr empfehlenswert. Diese Episode war wirklich mega strong. Ich fand natürlich, die letzte Folge war richtig heftig. Die hatten absoluten Denkzettel verpasst mit Thors und Askeladd. Das war richtig krass. Also für alle, die noch nicht wissen, was sie aus dieser Summer Season schauen sollen, dann kann ich natürlich nur neben Fire Force und Dr. Stone auch Vinland Saga empfehlen. Das Ganze findet ihr auf Amazon Prime, seht ihr aber natürlich auch schon am Thumbnail. Das Ganze hat bisher 5 Episoden mit der heutigen Folge und geht um Wikinger. Ist natürlich alles ein bisschen so eine Sache. Wikinger interessiert nicht jeden, aber man kann sich auch ein bisschen von diesem Setting täuschen lassen. Und das war auch bei mir der Fall, definitiv. Denn es geht so ein bisschen in Richtung Attack on Titan. Das habe ich ja schon mit meinen letzten beiden Videos ein bisschen hier und da mal erläutert. Und diese Folge zeigt quasi das Heranwachsen von Thorfinn, beziehungsweise so die ersten Schritte von Thorfinn, wie er mit dem Mörder seines Vaters umgeht, beziehungsweise wie er mit seinen Gegnern umgeht. Kommen wir mal am Anfang von dieser Episode auf etwas zu sprechen, was ich sehr, sehr bemerkenswert fand. Und zwar kommen wir erstmal auf Thorfinns Schwester zu sprechen, auf Ylva, generell die Familie von Thorfinn. Denn ich muss tatsächlich sagen, ich fand das sehr überraschend, wie die auf den Tod von Thors reagiert haben. Wir haben gesehen, dass Leif oder Leif, je nachdem wie ihr den nennen wollt, dieser Schiffsbauerkollege von Thors, dass dieser die Nachricht überbringt. Was ich auch ziemlich interessant fand, so mal nebenbei gesagt, dass wir gar nicht den Moment gesehen haben, wo Thorfinn von dieser Gruppe abgelassen hatte und sich dann den Leuten von Askeladd angeschlossen hat, beziehungsweise diese verfolgt hat. Das haben wir gar nicht gesehen in der letzten Episode. Von dem Ende ausgehend, da haben wir eigentlich nur gesehen, dass Thorfinn auf diesem Boot stand und diese rachsüchtigen Blicke Askeladd zuwarf. Aber zurück zu dieser Episode, zu Ylva, zu dieser Familie von Thorfinn. Wir sehen, wie diese die Nachricht entgegennehmen, wie die damit umgehen, dass Thors jetzt tot ist und tatsächlich ziemlich gelassen. Das fand ich sehr, sehr krass, ziemlich mies auch irgendwie. Das hat mich irgendwie auch ein bisschen traurig gemacht, da bin ich ganz ehrlich. Vor allem, wenn ich mir Ylva anschaue. Die Mutter ist ein bisschen, ja, komisch, keine Ahnung, die war auch schon zu dem Zeitpunkt, als Thors noch am Leben war, war die schon ein bisschen seltsam, sehr introvertiert, hat nie was gesagt, die war sehr, sehr komisch, aber Ylva, die war ja sehr, sehr aufbrausend, hat immer ziemlich viel gesprochen, was natürlich in den Anfangsfolgen auch so rüberkam, die war eigentlich immer sehr, sehr präsent da und jetzt tut sie so oft cool, sie verdrängt das so ein bisschen, man merkt auch richtig stark, dass sie sich diese Arbeit wirklich aufzwingt, damit sie sich ablenken kann und gar nicht erst richtig trauern muss und erst als die Mutter zu ihr geht und ihr die Arbeit quasi aus der Hand nimmt, wirklich, da fängt sie erst an zu weinen und zu trauern. Das fand ich wirklich sehr berührend, das fand ich sehr, sehr krass, weil man gemerkt hat, ey, sie macht sich wirklich Gedanken um alles, um die Zukunft, um ihre Familie, um, keine Ahnung, das Dorf da und so weiter. Muss da wirklich alles regeln und hat eigentlich gar keine richtige Zeit, da zu trauern, weil wirklich von der Mutter ausgehend als Charakter kann man da nicht großartig sagen, ja, die wird das jetzt alles machen. Das finde ich wirklich an diesem Blut, an dieser Familie, an den Kindern von Thors sehr krass. Und das sehen wir auch bei Thorfinn in dieser Episode. Ich fand, die Folge hat sehr, sehr stark die Kinder gezeigt. Also nicht nur Thorfinn. Ich weiß, auf den ersten Blick hat man Thorfinn wirklich im Bild gehabt. Aber ich fand, diese Folge war für beide wichtig. Sowohl für Ylva als auch für Thorfinn. Und um mal auf Thorfinn zurückzukommen, was ich sehr, sehr bemerkenswert auch an seiner Seite, an seiner Screentime fand, war die Tatsache, wie er sich entwickelt in dieser Episode. Und zwar ist diese Gruppe von Askeladd jetzt anscheinend irgendwie in einem englischen Dorf oder so, greifen da irgendwelche Bewohner an, keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, da bin ich auch im Manga jetzt nicht großartig drin, vielleicht erklärt sich das noch, da kann ich nicht großartig viel zu sagen. Die sind auf jeden Fall
irgendwie auf dem Weg zu dieser Gruppe, um das Geld von Floki einzutreiben und so weiter, und greifen halt auf dem Weg halt dieses Dorf an mit solchen paar Bewohnern. Und natürlich sieht Thorfinn das und erkennt wieder, wie krass blutrünstig diese Gruppe sein kann. Wir sehen, dass Thorfinn so der ungebetene Gast von dieser Gruppe immer ist, dass er denen immer hinterher rennt und so weiter, aber auf eigene Faust alles regelt. Das heißt, sein Überlebenstraining, was hier in dieser Episode ein wenig angekurbelt wird, das nimmt er auf eigene Faust, das macht er alles allein. Natürlich nimmt er einen Ratschlag von Askeladd an, aber ansonsten macht er alles auf eigene Faust, macht er alles alleine. Und da muss ich wirklich sagen, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil das ist relativ selten der Fall. Normalerweise ist es so, wenn man heranwächst, man hat irgendeinen Sensei, man hat irgendeinen Lehrmeister oder so. Und klar, ganz ehrlich, Askeladd, ich schätze ihn so ein, dass er schon in einer etwas indirekteren Art und Weise diese Rolle, diese Position für dementsprechend Thorfinn irgendwie annehmen wird, dass er in diese Position einfach fällt. Vielleicht nicht direkt, vielleicht so ein bisschen indirekt, weil er gleichzeitig auch sein Gegner ist. Aber ich könnte mir definitiv vorstellen, dass das irgendwie in so eine Richtung gehen wird. Aber hier jetzt in dieser Episode, alleinstehend für diese Folge, fand ich das wirklich sehr, sehr krass, dass Thorfinn alles alleine gemacht hat. Dass man auch diese zwei Kämpfe hatte am Anfang, wie Thorfinn versucht hat, gegen Askeladd zu kämpfen, dann dieses Training macht und dann gegen Ende der Episode nochmal gegen Askeladd kämpft und man schon so eine kleine Steigerung gesehen hat. Natürlich muss man sagen, beide Kämpfe sind aussichtslos, weil er erstens keine Ahnung hat, zweitens, ja, wie gesagt, einfach keine Kampferfahrung, viel zu jung ist und so weiter. Das ist halt einfach wirklich krass. Und drittens haben wir gesehen, wie heftig Askeladd ist, ja. Thors war schon das Paradebeispiel, aber Askeladd ist genauso heftig. Wir haben gesehen, dass Askeladd easy jeden von Thors Gruppe halt besiegt hätte. Deswegen wäre es hier definitiv viel, viel zu früh für Thorfinn, irgendetwas hinzukriegen. Er hat natürlich auch die Möglichkeit, ihn im Schlaf zu töten, beziehungsweise Askeladd war natürlich auch wach, das muss man dazu sagen. Aber das ist nicht das, was Thorfinn möchte. Er möchte seinen Vater ehren und er möchte auch wahrscheinlich wegen dem Blut, wegen dieser Ehre einfach auch, möchte er genauso wie sein Vater sein, in seine Fußstapfen so ein bisschen treten und ihn ehrenvoll besiegen, Askeladd und dementsprechend. Und das wird er natürlich zu einem jetzigen Zeitpunkt, wo er jetzt noch so jung ist, noch keine Erfahrung hat und so weiter, wird er das natürlich nicht schaffen. Also das ist natürlich klar. Deswegen nimmt er dieses Training in Anspruch. Aber er macht halt alles alleine. Das finde ich ziemlich nice. Er macht halt alles alleine. Klar, er geht mal zu diesem Kessel hin, nimmt da die Essensreste, versucht da ein bisschen was zu futtern und so weiter. Klappt nicht so ganz. Und dann jagt er sein eigenes Essen, kämpft dagegen den Wolf, macht sein eigenes Lagerfeuer und so weiter und so fort. Das finde ich cool. Er ist auf sich alleine gestellt, ja. Obwohl er irgendwie dieser blinde Passagier bei dieser Truppe nebenbei noch ist irgendwie, aber er macht trotzdem seinen eigenen Stuff, ja, er versucht sich abzuheben, sich abzugrenzen von dieser Gruppe, aber gleichzeitig ist er Teil davon. Das finde ich sehr, sehr stark, vor allem wenn es dann in den zweiten Kampf übergeht, sehen wir diese gewisse Steigerung von Thorfinn auch. Und zwar im ersten Kampf lässt er sich von seiner Klinge führen, das heißt, er hat gar kein Verständnis für eine Waffe. Und im zweiten Kampf, wo so ein, zwei Tage vergangen sind, wo er sein Training so ein bisschen absolviert hatte, so ein gewisses Verständnis für die Schläge entwickelt hatte, da ist er schon selber dabei, die Klinge gezielter zu führen, dass er Schläge ausführt und so weiter, dass er sich nicht mehr blindlings einfach reinschlägt, sondern dass er die Schläge, dass er sich was dabei denkt einfach, dass er sich was dabei denkt und dass er gezielter angreift. Und ich finde, das hat man sehr, sehr gut in diesem zweiten Kampf gesehen. Natürlich reicht das nicht aus, er ist viel zu schwach, das reicht definitiv nicht aus. Und vor allem der letzte Move, als er die Klinge als Wurfmesser genutzt hatte, fand ich sehr, sehr nice, weil das hat nochmal dargestellt, dass genau das es eigentlich ist, was Thorfinn ausmacht in dieser Episode, dass er auf sich allein gestellt ist, seine eigenen Techniken entwickelt und so weiter. Ich fand das sehr, sehr cool. Ich fand es auch gut, dass es nichts gebracht hat, weil das wäre, wie gesagt, viel zu früh gewesen. Hätte jetzt Askeladd irgendwie einen Kratzer im Gesicht oder so etwas, das wäre zu früh, definitiv. Das wäre viel zu schnell passiert an dieser Stelle. Dementsprechend war das schon gut, wie das hier dargestellt wurde. Ich denke, das war einfach nur dazu da, um zu zeigen, dass er diese gewisse Entwicklung auch nur für diesen Teil hier lernen kann.
Finde ich sehr, sehr gut. Ja, die Folge endet dann dementsprechend mit Thorfinn, der sich in der Schlacht beweisen muss, der der Gruppe beitritt. Und Askeladd gibt ihm halt das Versprechen, dass er immer wieder gegen ihn kämpfen wird, wenn er sich in dem Krieg, in der Schlacht beweisen kann. Und das ist halt auch das, was wir im Opening und so weiter sehen. Das ist das, was diese Verbindung zwischen diesen beiden Charakteren darstellt, zwischen Askeladd und Thorfinn, dass er irgendwie so ein bisschen vielleicht auch, es ist schwer zu sagen, jetzt zu dem Zeitpunkt noch, so eine Art Vorbild für ihn sein könnte, so eine Art Vaterfigur, obwohl er ihn getötet hat, ist ein bisschen schwierig, aber ich schätze Askeladd wirklich nicht als schlechten Charakter ein, aber dass er gleichzeitig auch in meinem Hintergedanken hat, dass Askeladd der Böse ist, der seinen Vater getötet hat und so weiter. Also ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird, wie sich das entwickeln wird, auch die generelle Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren. Ich bin mal gespannt, wie ihr die Episode fandet. Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.